ist auf Augenhöhe. In keiner Weise. Also sowohl wurde nach wie vor der afrikanische Kontinent ausgebeutet, das ist auch heute immer noch so, das muss man klar sagen. Die Mechanismen haben sich etwas geändert, aber was zum Beispiel die Chinesen tun, die kaufen sich ein in Afrika, um die Bodenschätze dort für sich zu gewinnen und kaufen quasi alle Schlüsselbereiche auf. Das ist eine neue Form der Kolonialisierung, müssen wir auch sehr aufpassen. Aber wie wir Europäerinnen und Europäer uns da verhalten haben, war über Jahrzehnte, kann man gar nicht scharf genug kritisieren. Auf der einen Seite eine Ausbeutung, auch durch Handelspolitik, und auf der anderen Seite dann eine Entwicklungshilfe, wie sie damals hieß, die dann so als gnädige Gabe gewährt wurde. Es hat schon ein Umdenken stattgefunden, also gerade in dem Bereich Entwicklungshilfe heißt es nicht mehr, es heißt jetzt Entwicklungszusammenarbeit, da werden wirklich Projekte gefördert, die was mit Ertüchtigung, mit Strukturen zu tun haben, nicht, dass du den